Heute geht es bei BASED um die Münchner Sicherheitskonferenz. In dieser Woche mussten wir erfahren, dass der langjährige Kreml-Kritiker Alexei Nawalny aller Wahrscheinlichkeit nach tot ist. Er starb in seiner Haft in Russland. Seine Frau Julia Nawalnya äußerte sich dazu nun auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Ein Mitschnitt vom Bayerischen Rundfunk. Aber wenn es tatsächlich stimmt, dann möchte ich an dieser Stelle Folgendes sagen: Putin und alle, die für ihn arbeiten, seine gesamte Umgebung, seine Freunde, ich möchte, dass sie wissen, dass sie nicht straflos ausgehen werden. Sie werden bestraft werden für das, was sie unserem Land angetan haben, für das, was sie meiner Familie angetan haben, für das, was sie meinem Mann angetan haben. Sie werden zur Verantwortung gezogen werden. Und dieser Tag wird bald kommen. Ich möchte die gesamte internationale Gemeinschaft, all diejenigen in der Welt, die jetzt zuhören, dazu aufrufen, zusammenzustehen und gegen dieses Böse zu kämpfen, dieses furchtbare Regime zu bekämpfen in Russland, das heute über Russland herrscht. Dieses Regime und Wladimir Putin sollten persönlich zur Verantwortung gezogen werden für all diese Gräueltaten, die sie in den letzten Jahren und in unserem Land verübt haben. Ich danke Ihnen. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme war der Tod Nawalnys noch nicht bekannt und er zeigt abermals, wie skrupellos das russische Regime ist. Entsprechend bleibt und ist das Thema aktueller als je zuvor und wir fragen uns in der heutigen Episode, wie der Krieg in der Ukraine endlich beendet werden kann und ob und wie Russland Einhalt zu bieten ist. Und damit herzlich willkommen zur 34. Folge von BASED. Und zum ersten Mal in der Geschichte dieses Podcasts kann ich meinen lieben Co-Host Benny heute nicht begrüßen. Der, ja, liegt im Bett mit einer ganz schlimmen Männergrippe. Liebe Grüße und gute Besserungen. In der nächsten Woche ist er sicherlich wieder mit dabei. Aber ich freue mich, auch in dieser Woche einen netten Gast begrüßen zu dürfen. Heute ist bei uns der freie Journalist und Autor Frank Lübberding. Unter anderem schreibt er für die Welt, FAZ, für den WDR und so weiter und so fort. Moin. Guten Tag und gute Besserung zum Kollegen, ja. Ja, wir sprechen heute, weil jetzt nehmen wir gerade Donnerstag haben wir heute so, sprechen wir über die Münchner Sicherheitskonferenz, die am Wochenende stattfindet. Das heißt, die Episode kommt am Sonntag online. Die Konferenz findet also noch statt. Und ja, Herr Lübberding und ich sprechen heute ein bisschen darüber, was rund um das Event, wenn man es so nennen möchte, um die Konferenz wichtig sein wird, was auch sicherheitspolitisch im nächsten Jahr auf uns zukommt. Und da frage ich Sie erstmal ganz offen, was denken Sie, was sind die wichtigsten Themen oder was ist das wichtigste Thema, das jetzt am Wochenende besprochen wird? Ja, das gibt natürlich zwei wichtige Themen. Das eine Thema ist der recht desaströse Verlauf des Ukraine-Krieges aus der Perspektive des Westens. Und das zweite Thema natürlich der Gaza-Krieg in Israel. Und das ist so ein bisschen auch das Signum dieser Zeit, dass wir einen Haufen überlappender Krisen haben. Und jede Krise droht dann gleich zu einer Konfrontation von Großmächten zu werden. Das ist, glaube ich, schon eine Neuerung im Vergleich zu der Zeit nach 1989. Ja, jetzt können wir oder müssen wir, glaube ich, auch über den ehemaligen amerikanischen Präsidenten zum Anfang gleich mal sprechen, der ja in der letzten Woche wieder ja in den Medien für Furore gesorgt hat mit Aussagen bezüglich der NATO. Er hat nämlich angedroht bei einer erneuten Präsidentschaft und wenn sich die Verbündeten dann eben weiterhin nicht an die finanziellen Vorgaben halten, unter anderem eben das 2%-Ziel des Bruttoinlandsprodukts, dass die ja Verbündeten der NATO eben zahlen müssen für ihr Militär, wenn sie das weiter nicht einhalten, dann hat er gesagt, wird er eben im Bündnisfall genau diesen Ländern nicht beistehen. Also wie ernst macht Trump da? Was denken Sie? Ja, das ist natürlich, es gibt dazu zwei Dinge zu sagen. Zum einen zur Persönlichkeit von Donald Trump und wie er Politik kommuniziert. Mhm. Er macht das natürlich schon immer so, seit 2015, 2016 auch offiziell als Präsidentschaftskandidat, aber schon eigentlich in seiner gesamten Biografie durchzieht das.
Er spitzt zu, polemisiert, verhält sich ja nicht wie ein klassischer Politiker, der erstmal 5 PR-Berater und Pressesprecher jedes Statement abnicken lässt, sondern er benimmt sich halt wie oder verhält sich wie ein Entertainer. Ja. Und diese Aussage mit der NATO und dem 2%-Ziel hat er ja schon vor 7 Jahren angekündigt. Und man muss dann historisch, das ist, glaube ich, der zweite wichtige Punkt, diese Diskussion ist schon sehr alt. Also schon Mitte der 60er Jahre gab es Auseinandersetzungen zwischen den Europäern, gerade den Deutschen und den Amerikanern über die Verteilung der Lasten der NATO-Verteidigung. Und da gab es zum Beispiel einen demokratischen Senator namens Mike Manfield, und der hatte schon damals genau dieses Thema angesprochen und sogar schon Mitte der 60er Jahre gefordert, dass die Amerikaner sich bis auf 2 symbolische Divisionen aus Europa mit ihren Bodentruppen zurückziehen sollten. Und insofern ist diese Diskussion, durchzieht das NATO-Bündnis eigentlich seit ihrer Existenz. Das sollte man jetzt nicht zu ernst nehmen. Ja. Ja, dennoch ist es ja so, also zum einen liest man dann eben, was so ein bisschen darauf anspielt, was Sie eben meinten, Trump hat damals schon gedroht, er wird alle amerikanischen Truppen in Europa abziehen, wenn sich das nicht ändert. Am Ende sind wir dabei rausgekommen, was natürlich auch mit der Ukraine zusammenhängt, dass so viele amerikanische Truppen auf dem europäischen Kontinent waren wie nie zuvor. Aber es waren dennoch auch Trumps Berater, die Mühe hatten, ihn vom Austritt abzuhalten. Also in gewisser Weise ist es ja doch brisant und man denkt vielleicht, wenn er jetzt nicht beraten werden würde von dem einen oder anderen dort, dass er doch ein bisschen reaktionärer noch handeln würde. Ja, man darf hier eins nicht vergessen. Also Trump ist Trump und dann gibt es natürlich eine grundsätzliche Interessenlage der Vereinigten Staaten von Amerika. Und in der Weltpolitik ist nun mal so, dass Interessen am Ende auch irgendwelche persönlichen Empfindlichkeiten oder persönliche Meinungen und Überzeugungen letztlich übertreffen werden. Jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, Trump würde tatsächlich aus der NATO austreten wollen und einseitig per Präsidentenerlass den Abzug der amerikanischen Truppen befehlen. Das würde natürlich im amerikanischen Kongress und auch in seiner eigenen Partei zu regelrechten Aufständen führen. Das heißt, Trump will gar nicht in der Lage sein, das einseitig einfach per Dekret zu entscheiden. Ich halte diese ganze Diskussion für eine Gespensterdiskussion. Eine grundsätzlich völlig andere Frage ist ja, wie definieren wir eigentlich den europäischen Pfeiler im Rahmen der NATO? Ich war schon immer der Meinung, und zwar schon seit 20 Jahren oder noch länger, dass die Europäer verteidigungspolitisch selbstständig werden müssen. Und zwar völlig unabhängig davon, wer gerade in Washington regiert. Das heißt, unabhängig bedeutet dann natürlich auch, eigenständige Entscheidungen treffen zu können, um nicht immer von der aktuellen Stimmungslage in Washington abhängig zu sein. Also nur noch ein historischer Hintergrund, also der frühere französische Staatspräsident Charles de Gaulle ist ja deswegen Mitte der 60er Jahre aus der NATO-Integration ausgetreten, um diese französische Selbstständigkeit wieder zu erlangen. Und das sind uralte Themen und da müssen die Europäer sich einfach an die eigene Nase fassen. Wir müssen es selber schaffen, verteidigungspolitisch souverän zu werden, um auch einerseits mit den Russen umgehen zu können, aber eben auch mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Bevor wir darauf noch weiter eingehen, das hatte ich nämlich mir auch so gedacht, dass wir darüber definitiv sprechen müssen, noch ganz kurz zu dieser Rund-NATO-Thematik, 2%-Vorgabe und so weiter. Also meine Beobachtung ist hier so ein bisschen, der deutsche Staat kann mal wieder kein Geld einsparen oder es besser verteilen. Und das ist ja jetzt, Sie haben es eben schon gesagt, seit Jahrzehnten Problem. Höchstens kann er dann wieder mit irgendwelchen Sondervermögen arbeiten. Also ist es denn wirklich so schwer, sich nicht einfach mal an die 2%-Vorgabe der NATO zu halten? Ja, diese 2% hat ja keinerlei völkerrechtliche Verbindlichkeit. Da kommt es natürlich auch immer darauf an, wie man das zählt. Also die Deutschen waren dann vor 10 Jahren so clever und haben dann gesagt, also wir machen ja auch Entwicklungshilfe und andere Dinge oder so etwas und die musste man zu diesen 2% Verteidigungsausgaben mit dazu rechnen, weil wir haben ja einen erweiterten Sicherheitsbegriff. Wir müssen uns einfach dieser Zahlenmanie trennen. Also die erste Frage, die man klären muss, ist: Wie ist die Bedrohungs- und Sicherheitsanalyse der Bundesrepublik Deutschland als Teil der Europäischen Union? Die zweite Frage ist, aus was für ein militärisches Potenzial müssen wir haben, um dieser Bedrohungs- und Sicherheitsanalyse gerecht zu werden?
Und wenn wir die beiden Fragen geklärt haben, können wir natürlich auch darüber reden, was kostet uns das eigentlich? Wie sieht eine europäische Lastenverteilung aus? Also nicht alle Europäer müssen das Gleiche machen, dann machen alle nur wenig und das bringt relativ wenig. Sondern wo müssen wir dann zum Beispiel als Bundesrepublik Deutschland unsere Schwerpunkte setzen? Etwa in der Abstimmung mit den Benelux-Staaten, mit Franzosen oder Italienern. Und dieser ganze Prozess findet ja gar nicht statt. Also wenn ich jetzt einfach nur sage, ich gebe 20, 30, 40, 50 Milliarden Euro mehr aus, habe ich keinen einzigen Soldaten mehr, ich habe keine bessere Strategie, sondern ich renne dann nur der Rüstungsindustrie hinterher, damit die dann dementsprechend mir irgendwelche Technik andreht, von der ich dann nachher gar nicht weiß, ob ich sie überhaupt brauche. Es ist absolut eine Effizienzfrage. Die EU hat nach den USA die zweithöchsten Militärausgaben, aber eben eine viel ineffizienteres Militär, weil es eben 27 nationale Armeen gibt und nicht eben ein gemeinsames Militär. Auch haben wir viel zu viel Infanterie, also es wird zu wenig Geld investiert in Technologie, sondern es gibt eben sehr viele Bodentruppen, die in der heutigen Kriegsführung vielleicht auch überhaupt keine große Rolle mehr spielen. Darf ich da kurz widersprechen? Bitte. Also gerade das hätte man vor 5 Jahren, wäre das sicherlich eine Aussage gewesen, die hätte jeder zugestimmt. Mhm. Aber angesichts dessen, was wir gerade in der Ukraine erleben, und das ist ja so der klassische infanteristische Bodenkrieg, den wir dort erleben, halt nur mit Veränderungen, was die Luftfahrt und die Luftwaffe angeht, durch die Drohnen und ähnliche Dinge, durch Informationen und Kommunikationsmittel, die heute völlig neu sind. Starlink von Elon Musk wollen wir nur erwähnen. Also diese Aussage zum Beispiel zeigt ja auch, dass so nach dem Motto, wir haben zu viel Infanterie, vor 5 Jahren richtig gewesen sein kann, aber sich jetzt als völlig falsch herausstellt. Dass wir tatsächlich vielleicht wieder zu einer Bundeswehr zurück müssen, wie wir sie bis 1989 hatten, die tatsächlich einen Schwerpunkt legte auf Panzerverbände und auf Infanterie. Was denken Sie, wieso das so ist? Könnte das nicht sein, dass wir jetzt einen größeren Konflikt hätten, dass es da wieder anders wäre? Also das ist eben ein Teil dieser Bedrohungs- und Sicherheitsanalyse, die wir als erstes brauchen. Also ohne diese 0815-Sprüche, die man auf Twitter oder auch in Nachrichten oder in irgendwelchen Kurzkommentaren dann lesen kann. Ich glaube tatsächlich oder so etwas, dass es natürlich einen großen Krieg mit Russland erstmal nicht wahrscheinlich ist. Und der zweite Punkt ist, wir haben in den letzten 25 Jahren, und zwar nach dem Ende des Kalten Krieges, haben wir die Bundeswehr als Interventionsarmee aufgestellt. Das heißt, der klassische Ansatz der Bundeswehr, Heimatverteidigung, ne? Also die Russen kommen mit ihren Panzerverbänden durch das Fulda Gap und über die norddeutsche Tiefebene. Das Szenario haben wir als extrem unwahrscheinlich angesehen. Darauf wurde dann die Bundeswehr hin restrukturiert oder umstrukturiert, nämlich als Eingreiftruppe für Einsätze wie in Afghanistan. Und jetzt auf einmal stellen wir dann fest, wir müssen jetzt wieder klassische Landes- und Territorialverteidigung machen. Das ist eine völlig neue Geschichte, aber das zeigt halt, dass man nicht immer so kurzatmig agieren muss. Das Grundproblem unserer Politik, und ich war schon vor 10 Jahren, ich war eigentlich immer dagegen, die Wehrpflicht abzuschaffen, beziehungsweise auszusetzen, abgeschafft ist sie ja nicht. Und das Grundproblem unserer Politik ist einfach, dass sie sich dieser Analyse immer verweigert haben und im Grunde wir eine Bundeswehr heute haben, die nichts mehr so richtig gut kann. Das ist ihr Problem. Und dann jetzt darüber zu reden, ob wir neue F-35 kaufen oder amerikanische Hubschrauber oder ähnliche Dinge, das freut vielleicht Sikorsky, Boeing oder sonst wen. Aber das löst nicht unser Problem. Wir müssen aus dieser Schmalspur-Debatte heraus. Also ich stimme Ihnen, was die Wehrpflicht angeht, zu. Und Benny, wenn der das hier hört aus seinem Krankenbett, der wird mir den Kopf abreißen, weil der das ganz anders sieht. Aber die Sicherheitsfrage ist und bleibt auch eine Frage der nuklearen Waffen. Und so müsste die USA zum Beispiel auch gar nicht aus der NATO austreten, um Europa, was das angeht, auflaufen zu lassen. Also es würde ja reichen, wenn sie einfach den nuklearen Schutzschirm, der über Europa ist, abbauen würden. Muss Europa vielleicht auch da mit Hilfe der EU eine eigene Nuklearpolitik betreiben? Bisher haben wir ja nur Frankreich und Großbritannien mit nuklearen Waffen und das auch nur auf einer nationalen Ebene. Ja, das sind auch wieder so, ich meine, jetzt diskutieren wir seit 3 Tagen über die Atombewaffnung, das war 40 Jahre lang oder 50, also der Letzte, der darüber diskutiert hat, ernsthaft, es gab 2 Politiker, das eine war Konrad Adenauer Ende der 50er Jahre,
So nach dem Motto, es ist eine verlängerte Artillerie. Und dann gab es noch Franz Josef Strauß, der damals den Atomwaffensperrvertrag als eine Art kosmisches Versailles beschrieben hat. Diese ganze Diskussion ist, um es mal klar zu sagen, selten dämlich. Also, was die NATO angeht. Es gibt keine militärische Beistandsverpflichtung innerhalb des NATO-Bündnisses. Wird ein Bündnispartner angegriffen, könnte man theoretisch auch ein Telegramm in Washington schicken. Wir wünschen Ihnen viel Glück bei Ihren weiteren Aktivitäten gegen den Angreifer. Falls Sie noch irgendwelche Fragen haben, können Sie sich bei uns melden. Das entspricht dann schon durchaus dem NATO-Vertrag. Aber es gibt natürlich eine militärische Integration. Das heißt, alle Streitkräfte, die unter einem einheitlichen Oberbefehl stehen, in Brüssel, sorgt natürlich dann dafür, dass es de facto auch sehr schnell ein Angriff auf einen Mitgliedstaat zu einem Angriff auf alle wird. Das merkt man jetzt daran an der Diskussion im Baltikum, dort dauerhaft eine deutsche Brigade zum Beispiel zu stationieren. Und was den Nuklearschirm angeht, es gab schon immer eine Zone unterschiedlicher Sicherheit im NATO-Bündnis, was Nuklearwaffen angeht. Das heißt, die Amerikaner verfügen über das größte Nuklearwaffenpotenzial, aber die Amerikaner liegen 4.000, 5.000 Kilometer weit weg auf der anderen Seite des Teils. Und wenn es zu einem Atomkrieg kommt, beginnt der wahrscheinlich nach dem Beginn einer konventionellen Auseinandersetzung, sagen wir mal zwischen Russland und der NATO, wird dann irgendwann einmal, werden taktische Nuklearwaffen eingesetzt. Und die ursprüngliche Idee der NATO-Verteidigung gegen die Sowjetunion war halt, mit diesen taktischen Nuklearwaffen die überlegenen konventionellen Streitkräfte Russlands auch oder der Sowjetunion aufzuhalten und letztlich Russland durch die Nukleardrohung der Amerikaner mit ihren strategischen Atomwaffen dazu zu zwingen, sich zurückzuziehen. Ob das in der Praxis irgendwann mal funktioniert hätte, weiß kein Mensch. Das ist halt das Problem der Nukleartheorie oder der Atomkriegstheorie, dass sie noch keiner zum Glück ausprobieren musste. Und diese Zonen unterschiedlicher Sicherheit gab es schon immer. Das heißt, dass natürlich im Konfliktfall sich schon Helmut Schmidt Anfang der 60er Jahre die Frage stellte, sind die Amerikaner bereit, für Bonn, New York und Washington zu opfern? Also den großen Knüppel aus dem Sack zu holen und die Russen mit atomaren Waffen anzugreifen. Die Frage muss man immer offen lassen. Weil das System der Abschreckung beruht eben darauf, dass der Schaden für den potenziellen Gegner, und das gilt für beide Seiten, so hoch sein wird, dass niemand tatsächlich ernsthaft daran glaubt, einen Atomkrieg führen zu können oder sogar mit einem konventionellen Angriff zu beginnen, weil immer die Drohung besteht, dass er sich zu einer nuklearen Konfrontation ausweiten könnte. Und deshalb ist diese Diskussion jetzt über europäische, über deutsche Atomwaffen, die ist viel zu früh. Also die Franzosen haben Atomwaffen. Lassen wir die Briten mal weg als Einhängsel der Washingtons. Aber die Franzosen haben Atomwaffen. Und wenn, brauchen wir natürlich eine gemeinsame deutsch-französische Kooperation vor allem, was militärische Sachverhalte und sicherheitspolitische Sachverhalte angeht. Und von der Struktur her, wie soll man sich denn eigentlich jetzt mal im Ernst vorstellen, wie die EU den Einsatz von Nuklearwaffen entscheiden soll? Sollen sich dann erst die Premierminister alle treffen? Und zu sagen, jetzt mit relativer Mehrheit beschließen wir den Einsatz von Atomwaffen, will man das ernsthaft einer EU-Kommissionspräsidentin wie Ursula von der Leyen überlassen? Ich glaube nicht. Das ist ja der Schrecken an sich. Das heißt, diese ganze Diskussion über eine europäische Atombombe ist schlichter Quark. Das können wir gleich sparen. Genauso Quark ist die Diskussion über eine deutsche Atombombe. Das ist alles überflüssiger Nonsens. Sie kritisieren oder sagen eben schon, dass wir uns nicht voll auf die NATO verlassen können, vor allem nicht auf unseren Bündnispartner, die USA. Sie wollen auch Europa da in der Souveränität stärken. Wie weit gehen Sie denn, wenn wir über die Rolle der EU in der Sicherheitspolitik sprechen? Ist eine europäische Armee in Ihren Augen realistisch? Ist das etwas, worüber wir diskutieren sollten? Ja, solange es keinen europäischen Nationalstaat gibt, der eine einheitliche Armee hat und wo dann eine europäische Regierung, wie heute eine Bundesregierung, den Verteidigungsfall ausruft und der ist dann verpflichtend für alle Bürger dieses europäischen Nationalstaates, solange wir das nicht haben, ist eine europäische Armee im klassischen Sinne so nicht möglich. Die können einen gemeinsamen Einsatz beschließen, wie jetzt im Persischen Golf, indem sie da ein paar nationale Fregatten, der Italiener, der Deutschen und ich weiß nicht von wem noch, dahin schicken. Viel zentraler ist,
Das ist ein Ansatz, den es schon vor 15, 20 Jahren gegeben hat, nämlich diesen europäischen Pfeiler, sicherheitspolitischen Pfeiler in der EU zu stärken. Und das heißt, die Kooperation zu verbessern. Da ist in den letzten 10, 15 Jahren, glaube ich, nicht mehr sehr viel passiert. Und diese Kooperation bedeutet zum Beispiel das, was, es gibt ja schon eine deutsch-französische Brigade, vor allem diese deutsch-französische Kooperation, die ist der Schlüssel und der Anker für alles Weitere. Wenn das nicht funktioniert, ist alles andere Theorie. Deutsche und Franzosen müssen sich einig werden. Und wenn die sich einig sind, können sie die restlichen Europäer auch mitziehen. Mhm. Das Problem ist ja aber eben auch, also wenn wir jetzt über eine EU-Armee sprechen und auch über einen europäischen Staat, also ich persönlich halte das für sehr unrealistisch. Das hat verschiedene Gründe. Wir haben zum einen, und was ja auch schon beim ersten Schritt der Zusammenarbeit ein Problem werden könnte, wir haben sehr viele kulturelle Unterschiede. Die militärischen Kulturen unterscheiden sich auch allein schon zwischen Frankreich und Deutschland immens. Auch was die Beziehung zur NATO und der USA angeht, könnte das sehr spannend werden. Gerade Frankreich, die stehen dem NATO-Bündnis und auch die USA viel kritischer gegenüber, als es in Deutschland der Fall ist, die sich ja traditionell dann eher an die Amerikaner ranhängen. Also was würde das denn auch für unsere Beziehung zu den USA bedeuten, wenn wir in weiteren Schritten in diese Richtung gehen? Ja, was würde das bedeuten? Die Vereinigten Staaten werden natürlich weiterhin Verbündeter bleiben. Also als Frankreich aus der militärischen Integration ausgeschieden ist, nicht aus der politischen Integration der NATO, blieb es natürlich ein Verbündeter der Vereinigten Staaten. Auch wenn Charles de Gaulle dem amerikanischen Präsidenten regelmäßig auf die Nerven gefallen ist. Weil er denen zum Beispiel gesagt hat, Vietnam könnte er nicht gewinnen. Aber das müsste auf einer neuen Grundlage stehen. Das heißt, wenn die Vereinigten Staaten aus ihren eigenen nationalen Interessen heraus etwas machen, das ist ja völlig legitim, das macht jeder Staat, das macht Russland, China, Indien und eben auch die Vereinigten Staaten von Amerika, dann muss sich für uns auf Grundlage unserer Interessenlage, müssen wir dann die Frage klären, ist das sinnvoll oder ist es nicht sinnvoll, sich daran zu beteiligen? Und wenn die Amerikaner meinen, also etwas machen zu müssen, was wir nicht für sinnvoll halten, also wie damals 2003 der unsinnige Irakkrieg, ja, dann kann man den Amerikanern nur sagen, wir wünschen ihnen viel Glück, aber wir machen da nicht mit, wie das Chirac und Schröder ja deutlich gemacht hat. Und das jetzt natürlich jetzt angesichts des Ukraine-Kriegs, Russland ist jetzt wieder eine Großmacht, verändern sich natürlich so ein bisschen die politischen Rahmenbedingungen. Das heißt, wir müssen natürlich mehr Geld für Rüstung ausgeben. Das heißt nicht für Rüstung, indem wir neue Waffensysteme nur kaufen, sondern indem wir auf Grundlage einer sicherheitspolitischen Analyse und einer verbesserten Kooperation innerhalb Europas und sagen, was müssen wir tun, um diesen russische Großmacht, ja, flächenmäßig das größte Land der Welt, einzuhegen und einzudämmen. Damit die wirklich nicht auf die Idee kommen, irgendwann einmal ins Baltikum zum Beispiel einzufallen. Was ich persönlich für eine Schnapsidee habe, halte aber, Politiker haben manchmal Schnapsideen, das wissen wir ja, ne? Ja. Und auch die heutige Episode von Based wird euch natürlich präsentiert von Ralf Ruthartz, das laute Schweigen des Max Grund. Max träumt sich in einem der Kapitel des Romans in eine Talkshow. Vermutlich die eines öffentlich-rechtlichen Senders, man weiß es nicht so genau. In diesem Kapitel des Romans nimmt Ralf Ruthardt die Art und Weise der Gesprächsführung in Talkshows auseinander. Max Grund spricht an dieser Stelle wahrscheinlich für sehr viele Menschen, denn aus seinen Augen sind die dort aufbereiteten Informationen zu selektiv, zu einseitig. Er hat das Gefühl, dass das Ganze eher eine Meinungsvorgabe von den Moderatoren ist. Das ist aber nicht das, was er braucht. Er möchte sich seine Meinung selbst bilden. So wie das ja heute hier auch in diesem Podcast sein soll, im Gespräch von mir und Frank Lübberding. Es geht darum, neue Argumente zu erarbeiten, die ihr dann später bei eurer politischen Entscheidung, bei eurer Wahl der Partei vielleicht auch nutzen könnt. Wenn ihr jetzt Interesse an dem Roman von Ralf Ruthardt, das laute Schweigen des Max Grund habt, dann könnt ihr das zum einen völlig kostenfrei auf Spotify hören oder aber auch auf Audible, und den Roman gibt es sonst überall zu kaufen, bei Amazon, bei Thalia und so weiter und so fort. Und jetzt viel Spaß beim restlichen Teil der Folge Based.
Ja, apropos Politiker, die auch mal Schnapsideen haben, Sie haben in der vergangenen Woche wahrscheinlich auch das Interview von Tucker Carlson mit Wladimir Putin verfolgt, das hat große Wellen geschlagen. Was ist Ihr Eindruck? Also ich muss sagen, ich habe es mir nur 5 Minuten ansehen können und danach wurde es mir so unangenehm, wie der Carlson mit dem Putin umgeht und was für Späßchen sie da machen, dass ich das mir einfach nicht ansehen konnte direkt. Ich weiß nicht, wie haben Sie es empfunden? Ja, ich meine, ein 2 Stunden 10 Minuten Gespräch ist natürlich schon extrem lang. Also früher hat zum Beispiel Rudolf Augstein in Brezhnev nicht vielleicht auch 2 Stunden mit dem geredet, aber die Interviews waren dann nicht so lang, die dann später im Spiegel abgedruckt worden sind. Das Grundproblem bei diesem, was soll so ein Interview machen? Also wenn ich mit dem russischen Präsidenten oder dem amerikanischen Präsidenten ein Interview führe, bin ich als Interviewer ja nicht besonders interessant. Also kein Mensch will wissen, was will Frank Lübberding, denkt er jetzt über Wladimir Putin, Joe Biden oder ich weiß nicht was über den Papst. Sondern die Leute wollen ja wissen, was denkt einer der wichtigsten Akteure der Weltpolitik in dieser konkreten Situation über gewisse Sachverhalte. Darüber gibt man dann Auskunft. Dann interviewt man ihn und versucht, möglichst viel von ihm herauszubekommen. Dass Putin jetzt am Anfang dann wieder seinen historischen Vortrag wiederholte, den er schon direkt vor Beginn des Ukraine-Krieges im russischen Fernsehen zum Ausdruck gebracht hat, gut, das kann man machen. Ich fand es auch zum Teil, finde ich das halt auch ganz interessant. Für viele im Westen ist das völlig unverständlich, was er da erzählt. Aber die Kenntnisse russischer und ukrainischer Geschichte sind auch nicht so verbreitet hierzulande. Bei uns wissen ja noch manche Leute wahrscheinlich noch nicht mal mehr, was ist der Unterschied zwischen Helmut Kohl und Erich Honecker. Aber der entscheidende Punkt ist wirklich, man will wissen, was Putin sagt. Und da hat er gewisse Analysen, also er hat ja gewisse Statements abgegeben. Also zum Beispiel April 2022 gab es tatsächlich Friedensbemühungen zwischen beiden Seiten, hatten die Aussicht auf Erfolg. Wie kam sein Entschluss zustande, dass er diesen unseligen Angriff auf die Ukraine startete und ähnliche Dinge. Und dann ist das Interview, muss man dann einfach ganz nüchtern sich betrachten. Gibt es irgendwo einen Ansatzpunkt oder so, wo er eine Akzentveränderung macht? Und könnte man da eingreifen? Das Problem ist jetzt nur, dass eigentlich die Kommunikation zwischen dem Westen und Russland mehr oder minder zusammengebrochen ist. Das ist das Problem. Das merkt man ja auch an der Münchner Sicherheitskonferenz. Dort treffen sich dann immer die gleichen Leute, die sich alle wechselseitig bestätigen, wie toll sie sind. Aber es findet natürlich kein Austausch zwischen unterschiedlichen Gruppen mehr statt. Und wenn es kein Austausch zwischen unterschiedlichen Gruppen mehr stattfindet, das heißt also auch nicht, noch nicht mal, weil ja vielleicht Backchannel richtig existieren. Wissen Sie, was Backchannel sind? Nein. Also, dass quasi im Hinterzimmer miteinander gesprochen wird, das schließen wir doch. Genau, also ich habe es immer für einen Fehler gehalten, wenn Regierungschefs miteinander reden. Das ist heute viel einfacher möglich als früher, weil diese Regierungschefs natürlich am Ende Entscheidungen treffen müssen. Und es ist viel wichtiger eigentlich, dass die zweite, dritte Ebene, also die Leute, die auch Experten beim jeweiligen, über das jeweilige Thema sind, vorher ausloten, ja, was ist für die eine Seite vielleicht noch akzeptabel und für die andere Seite nicht. Und diese Leute müssen eigentlich solche Spitzengespräche, die man heute halt, wie wir hier heute über Video führen kann, ganz einfach, das war früher viel schwieriger, müssen die eigentlich vorbereiten, damit dann die Chefs später eine Entscheidung treffen können auf Grundlage einer soliden Verhandlungsgrundlage. Und das findet heutzutage offensichtlich nicht mehr statt. Also es ist völlig sinnlos, wenn sich Olaf Scholz mit Putin trifft, unvorbereitet, ohne dass es irgendwie einen Ansatzpunkt gibt, wie man eine diplomatische Lösung finden kann und die sich dann wechselseitig nur erklären, was denn ihre Ausgangspositionen sind. Das kann man sich schenken. Und das funktioniert nicht mehr. Das ist schon ein Problem, höflich formuliert. Also eben haben Sie schon richtig gesagt, jetzt bei der Sicherheitskonferenz, jetzt sprechen wir gar nicht über das Hinterzimmer, sondern da sind die russischen Regierungsvertreter auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal zur Information überhaupt nicht eingeladen worden. Laut Sitzungspräsident Heuskin sollte der Kreml nämlich die ukrainische Regierung erst anerkennen und dann würde eine Einladung folgen, dass der Kreml das nicht machen wird. Das war ja von vornherein klar, entsprechend mehr oder minder sinnlos, so eine Forderung hier auszusprechen. Aber wie kommt man in Ihrer Meinung jetzt nach dazu, mit Putin zu verhandeln? Konferenzchef Heuskin sagt jetzt zum Beispiel, das gehe nur, wenn er sehe, dass er den Krieg nicht mehr gewinnen kann. Das heißt, wir müssen mehr Waffen und Munition in die Ukraine liefern, so damit Putin quasi gezwungen wird zu verhandeln.
Ja, das ist die Krankheit dieses Krieges seit 2 Jahren. Also, wann hat man einen Krieg gewonnen? Die meisten Kriege enden ja nicht durch Kapitulation. Das ist eher die Ausnahme. Die meisten Kriege enden in irgendeiner Form auf dem Verhandlungswege. Und beide Seiten müssen dann anerkennen, dass sie ihre jeweiligen Maximalziele nicht erreichen können. Und das eine Maximalziel der Russen war natürlich, dort eine Regierung einzusetzen in der Ukraine, die letztlich diese Westbindung oder diesen Westdrift der Ukraine rückgängig macht. Und wurde oft diskutiert, dass er im Grunde diese nationale Souveränität der Ukraine nicht akzeptiert. Im Westen umgekehrt hat die Vorstellung, es müsste wieder die Situation vor 2014 wiederhergestellt werden. Das heißt, die territoriale Integrität der Ukraine mit den Grenzen vor 2014, vor der Besetzung der Krim. Und beide Maximalziele, das wird jetzt gerade auf dem Schlachtfeld entschieden. Das ist die Brutalität des Krieges. Und so wie es jetzt zurzeit aussieht, muss Russland nicht die befürchten, dass er die Lugansk und den Donbass verliert und die Krim, sondern dass vielmehr die Ukraine muss befürchten, dass sie noch mehr Territorium an Russland verliert als sowieso schon. Es ist noch nicht mal ausgeschlossen, dass die ukrainische Armee irgendwann mal einfach kollabiert. Ein Kollaps einer Armee muss man sich vorstellen wie ein Herzinfarkt. Der ereilt dich plötzlich und du bist tot. Und so findet auch so ein Kollaps statt. Das haben wir in Vietnam erlebt damals bei den Südvietnamesen, das haben wir in Afghanistan erlebt. Das hat das kaiserliche Heer im September 1918 erlebt, Oktober 1918. Und selbst das kann man heutzutage nicht mehr ausschließen, jetzt, aktuell, angesichts der militärischen Lage. Und welches Minimalziel, und das hatten wir im Grunde schon direkt nach dem russischen Angriff erreicht, könnten wir im Westen noch durchsetzen. Und das sollte für uns auch nicht zur Diskussion stehen. Und zwar, das ist die territoriale Integrität der heutigen Ukraine. Das heißt, sie kann selbstständig entscheiden, wie sie sich politisch einordnen will. Die ganzen früheren Fragen, soll sie Mitglied der NATO werden oder sonst etwas, ist natürlich völlig irrelevant geworden, weil de facto ist die Ukraine schon Mitglied der NATO. Faktisch. Wenn auch nicht Nur offiziell dass der irgendwelche Bündnisfall NATO-Truppen halt dort mit im eben, Einsatz sind. nur dass der Bündnisfall Und eben nicht eintritt. das war natürlich, und diese Frage nach der Zukunft dieses geopolitischen Niemandslandes Ukraine seit 1991 ist eigentlich mit dem Kriegsausbruch 2022 entschieden worden. Und Putin macht zwar immer historische Vorträge über Stalin und ich weiß nicht was alles, aber die völlig idiotische Logik ist ja, dass er letztlich erst dieses Nationalbewusstsein der Ukraine gestiftet hat. Also ich glaube, ukrainische Nationalbewusstsein war noch nie so gut entwickelt wie heute. Und zwar auch unter Russischsprachigen. Die wollen einfach nicht unter der Knute Putins leben. Und das heißt, die Souveränität der Ukraine ist für uns nicht verhandelbar. Das muss auch militärisch sichergestellt werden. Also selbst wenn die Ukraine noch mehr militärisch unter Druck kommt, dann müsste man sogar darüber diskutieren, ob man mit den eigenen militärischen Möglichkeiten nicht noch weitergeht. Weil das ist die absolute Grenze. Also Putin kann nicht einfach Kiew wieder einverleiben. So wie vor 1991. Das Das muss klar sein. Und heißt, das wäre die über Verhandlungsgrundlage. ja. Das heißt, es geht über Lieferungen auch hinaus, wenn Sie das meinen. Das heißt, dass auch Truppen europäischer Länder oder amerikanische Truppen eben in der Ukraine sind und dort kämpfen. Wenn das nötig ist, muss man den Russen schon deutlich machen. Also man muss den Russen schon deutlich machen, wenn die tatsächlich beabsichtigten, und das haben sie natürlich nie beabsichtigt, mit 190.000 Mann im 22. Februar 2022 konntest du niemals die gesamte Ukraine erobern. Das war natürlich schon eine Schnapsidee und insofern ist das nicht sehr realistisch. Aber der Appetit kommt beim Essen. Im Krieg ist es auch so. Da verändert man sich dann, verändern sich auch die Kriegsziele. Also die haben sich auch in Russland verändert. Russland sieht das jetzt auch als einen Teil einer weltpolitischen Auseinandersetzung zur Abschaffung der amerikanischen Hegemonialstellung in der Welt. Na, haben sie auch, glaube ich, geschafft. Aber das ist so die Grenze. Und das wäre für mich auch ein Kriegsgrund. Das muss ich ganz klar sagen, wenn Russland auf diese Idee kommt. Aber ich
Ne, das muss man, da muss sich Putin und die russische Führung muss sich halt darüber im Klaren sein. Das bedeutet aber, dass ich für dieses Kriegsziel kämpfe. Ich kämpfe nicht darum, dass wir ein paar Landkreise im Osten der Ukraine und die Krim zurückerobern. Dass die Russen niemals die Krim aufgeben würden und ihren Hafen Sewastopol. Das war schon 2014 klar. Also da kommt auch so eine Schnapsidee. Und das ist dann halt so ein bisschen so das Einfrieren in den jetzigen Zustand. Und ob Putin dann noch durchsetzen kann, ob die Ukraine dann offiziell NATO-Mitglied ist oder nicht, spielt dann eigentlich schon keine Rolle mehr. Aber wie realistisch ist das? Also ich kann mir im Moment noch kaum vorstellen, dass deutsche Truppen in der Ukraine jemals mitkämpfen. Und was würde das bedeuten für die Weltpolitik? Also das wäre ja de facto ein Weltkrieg, den wir da auf einmal hätten. Nein, natürlich, das ist die Konsequenz. Also unsere ganzen, viele von unseren Falken, die immer so große Töne spucken seit 2 Jahren, ich habe ja immer eine ganz andere Position vertreten als die, das wissen Sie ja vielleicht, die sind natürlich lendenlahm und flügellahm. Also die reden groß herum oder so, in Wirklichkeit oder so etwas. Ich habe das ja mir angeguckt, noch kein junger Bundestagsabgeordneter und noch keiner von diesen sogenannten Experten, eigentlich niemand, hat sich der Ukraine, im Ukraine-Krieg kannst du ja machen, dich bei den Ukrainern melden und selber kämpfen. Vor denen kämpft keiner. Die kämpfen alle nur auf ihrem Sofa. Und jetzt ist natürlich, und das ist dann aber die logische Konsequenz. Also wenn ich für mich sage, das ist das Ziel, was für uns nicht mehr diskutierbar ist, nämlich den Erhalt der Ukraine als selbstständiger Staat, der souverän entscheidet, egal ob er nun am Ende in der NATO aufgenommen wird oder nicht. Aber es gibt keinen russischen Diktatfrieden und es gibt keinen ukrainischen Satellitenstaaten, der von Moskau, Satellitenstaat, der von Moskau abhängig ist, dann ist das die logische Konsequenz. Das muss man dann auch androhen und notfalls umsetzen. Nur man kämpft dann für ein realistisches Ziel und kann natürlich dann dementsprechend auch Druck ausüben auf Moskau und wo wir klare Grenzen ziehen. Aber man kann das natürlich auch alles so halbseiden weiterlaufen lassen. Irgendwelche Fantastereien über, man könnte Russland militärisch besiegen und ähnlichen Quatsch in die Welt setzen und dann am Ende die idiotische Erfahrung oder die schlimme Erfahrung machen, dass die Ukraine als Staat aufhört zu existieren. Und zwar nicht, weil die Russen so böse sind, sondern weil die Ukraine schlichtweg am Ende ihrer Kräfte ist. Ist das nicht viel realistischer, dass am Ende jetzt auch Deutschland und Frankreich, bevor sie selbst dort in den Krieg einsteigen, eher die Ukraine zugrunde gehen lassen? Ja, ich weiß nicht, ob das realistischer ist. Also ich bin weder, also im Gegensatz zu Korrektiv treffe ich mich nie mit dem Bundeskanzler. Ja. Und ich habe auch nicht mit Herrn Macron gesprochen. Ich kann ja nur aus meiner analytischen Perspektive etwas schildern, was ich für sinnvoll halte. Eine ganz andere Frage ist, wie realistisch ist das? Aber mein Appell und auch heute in diesem Podcast ist, endlich einmal konsequent die eigenen Annahmen und die eigenen Forderungen zu Ende zu denken. Also wer glaubt, wie zum Beispiel jetzt der Kollege oder der Bundestagsabgeordnete Kiesewetter der CDU, er könnte mit ein paar Taurus-Raketen militärisch etwas grundsätzlich ändern, ist ja natürlich da schief gewickelt. Also diesen Quatsch haben sie schon erzählt bei den Leopard-Panzern, bei den Gepard-Panzern, bei dem Iris-System und die erzählen immer den gleichen Unsinn. Man muss einfach akzeptieren, Russland ist militärisch nicht zu besiegen. Das war, habe ich schon 3 Tage nach Beginn des Krieges gesagt. Russland hat mehr Einwohner, Russland hat mehr Soldaten, Russland hat mehr Material, hat einen faktisch nicht angreifbaren Hinterraum. Und da würden auch ein paar Taurus-Raketen nichts ändern. Und deswegen ist Russland, ist das Beste, was die Ukraine erreichen kann, einen Status quo, der ihre staatliche Souveränität sichert. Mhm. Und das war schon am 23. Februar 2022 klar. Allerdings wohl nur mir und ein paar anderen, aber nicht den Komikern zum Beispiel in Washington, die das alles zu verantworten haben. Sprechen wir mal ein bisschen über Gábor Steingart, der in der vergangenen Woche bei uns zu Gast war. Gleich kommen wir noch zu sprechen auf seine interessanten Äußerungen, was Gaza betrifft. Über Gaza haben wir jetzt heute kaum gesprochen. Aber er hat eben auch gesagt, dass die Wirtschaftssanktionen, die Deutschland und auch die anderen Länder Europas und auch die USA gegen Russland ausgesprochen haben, damals ein Fehler waren, weil Russland sich dann eben neue Verbündete gesucht hat. Sie wurden aus dem europäischen Zahlungssystem rausgeschmissen, sind dann eben ins Chinesische reingegangen und haben auch also mit China und Indien starke Partner dazu gewonnen. Müssen wir die wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland wiederherstellen oder wäre das genauso inkonsequent zu dem, was Sie eben geschildert haben? Ja, also
heute sind wir mal ein Freund drastischer Worte. Ja, bitte. Also diese ganze Diskussion über die Wirksamkeit von Sanktionen kam von einem Haufen inkompetenter Narren, um das mal ganz klar zu sagen. Dass diese Wirtschaftssanktionen nicht diesen Effekt haben könnten, das war schon einen Tag nach der Verabschiedung klar. Und zwar aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, es gab schon seit 2014 Wirtschaftssanktionen. Russland hat sich also allmählich auch ökonomisch darauf eingestellt. Und zweitens, Russland ist gar nicht derartig in die internationale Weltwirtschaft integriert, als dass sie davon abhängig wären. Sie haben zwar Rohstoffe, wie zum Beispiel Gas exportiert und so etwas, aber wir wissen ja, wie das in der Wirklichkeit bei solchen Sanktionen und Boykotten funktioniert. Wir kaufen dann halt russisches Diesel via Indien oder Flüssiggas auf dem Umweg über Griechenland oder sonst wo. Und dass das nicht funktionieren konnte, war völlig klar. Also die Erwartung, mit Sanktionen dort einen großen Druck auszuüben auf eine relativ unterentwickelte Volkswirtschaft wie Russland, die war schon närrisch. Das muss man einfach so deutlich sagen. Und das war die Grundlage. Ja, die Grundlage waren einfach ahnungslose Analytiker. Das muss man so sagen. Das kann man bei mir auch nachlesen. Ich habe denen das schon prophezeit, also zwei Wochen nach Kriegsbeginn. Eine ganz andere Frage ist, wie gehen wir in Zukunft mit Russland um? Also es ist natürlich eine etwas absurde Idee, jetzt plötzlich dann mitten im Krieg den Russen zu sagen, also ihr dürft uns wieder Gas liefern. Sondern die Normalisierung der Beziehungen auf allen Ebenen hängt natürlich davon ab, ob Russland auch bereit ist, uns gewisse Zugeständnisse zu machen, was zum Beispiel die Zukunft, ich habe das ja geschildert, was die Zukunft der Ukraine betrifft. Russland kann davon profitieren, wir können davon profitieren und dann kann man auch über solche Dinge wieder reden. Aber das ist natürlich der zweite Schritt, wenn man diesen ersten Schritt geschafft hat, nämlich erstmal einen Waffenstillstand herzustellen, wo beide Seiten akzeptieren müssen, dass sie ihre jeweiligen Maximalziele nicht durchsetzen können. Und das, wie gesagt, müssen wir auf dem Schlachtfeld sicherstellen. Und das ist genau der Punkt oder so. Dann kann man über alles Weitere reden. Selbst im Kalten Krieg gab es natürlich eine Normalisierung der Beziehung. Und das muss auch das Ziel weiterhin sein, weil, das ist der zweite Punkt, wir im Westen glauben ja immer noch, wir wären der Nabel der Welt, aber diese Welt verändert sich fundamental. Also heute ist natürlich China eine zukünftige Supermacht, militärisch noch nicht ganz auf dem Niveau der Amerikaner und ökonomisch auch nicht, aber das ist absehbar, dass sich das ändert. Und natürlich musst du in Indien das Interesse dran haben, diese chinesische Supermacht einzudämmen. Was macht man normalerweise mit klassischer Bündnispolitik? Also musst du natürlich, und wer ist ein wichtiger Partner? Am Ende natürlich auch Russland, weil auch Russland kann kein Interesse haben, einfach ein Satellit Pekings zu sein. Und nur das sind alles so Zukunftsideen, wie sich das in Zukunft entwickeln kann. Aber darauf muss natürlich eine westliche Politik und eine europäische Politik, auf die in Washington haben wir ja relativ wenig Einfluss, aber eine europäische Politik einfach eingehen. Und das ist so, und die erste Annahme ist eben, der Westen ist nicht mehr derjenige, der der Welt sagt, wie sie zu leben und zu wirtschaften hat, sondern die Welt verändert sich. Und das heißt, der Westen ist schwächer geworden, ist nicht mehr die dominante Kraft. Die Welt orientiert sich auch nicht mehr an westlichen Wertvorstellungen. Und das muss man natürlich dann auch zur Kenntnis nehmen und darauf eine Antwort finden. Aber wenn jetzt europäische Truppen in der Ukraine mitkämpfen würden, was bedeutet das denn für unsere Beziehung zu China? Sind die wirtschaftlichen Geflechte hier so fest, dass wir dann nicht auch in einen Disput mit China geraten oder laufen wir da auch Gefahr? Sie beschreiben jetzt natürlich ein Worst-Case-Szenario. Natürlich, ja. Na, also jetzt mal, also Putin ist tatsächlich so dumm, dass er keinen Kompromiss eingehen will. Kann ja alles passieren. Wie gesagt, Politiker kommen manchmal auf sehr seltsame Ideen. Vor allem, wenn sie schlecht beraten sind. Aber in dem Fall ist das natürlich unser geringstes Problem. Also auch China zum Beispiel ist natürlich, hat eigene Interessen, auch gegenüber Moskau. Und China hat kein, die Situation ändert sich völlig, wenn jetzt zum Beispiel China sagt, der Westen ist so schwach und wir sind relativ stark, wir versuchen jetzt doch Taiwan zu erobern. Dann ändert sich die gesamte Weltlage total.
Ich will es mir wirklich nicht vorstellen, aber in Peking hört ja niemand zu. Wenn jetzt die Chinesen wirklich auf die Idee kämen, Taiwan zu isolieren, eine Blockade zu verhängen, um Thailand klein zu kriegen und der Westen wirklich gezwungen wäre, und das heißt natürlich am Ende die Vereinigten Staaten, nicht nur die Ukraine zu unterstützen, nicht nur diesen Krieg in Israel und Gaza und im Mittleren Osten an der Hacke zu haben, also wo natürlich der Iran eine große Rolle spielt, sondern gleichzeitig auch noch im Fernen Osten, Südchinesischen Meer. Also das ist, das wäre natürlich der absolute Horror. Und insofern hoffen wir mal, dass wir das vermeiden können, ja. Ja, jetzt habe ich eben schon Gabor Steingart kurz angeteasert. Der hat nämlich auch gesagt, nämlich nicht bei uns im Podcast, aber er hat es geschrieben, dass das, was die Israel gerade macht in Gaza, ein Vernichtungsfeldzug gleichkommt. Was sagen Sie dazu? Ihm wurde dann der Vorwurf des Antisemitismus wahrscheinlich auch gemacht auf Twitter. Wie weit geht das Selbstverteidigungsrecht Israels eigentlich? Also es gab mal, Napoleon hatte mal einen Außenminister, der hieß Talleyrand. Ich weiß nicht, ob Sie den kennen. Der hat mal einen berühmten Satz geprägt. Er sagte, Sire, und da ging es um irgendeinen Hinrichtungsbefehl, den Napoleon ausgesprochen hatte. Sire, was ist schlimmer als ein Verbrechen, ein Fehler? Also ich halte von diesen moralisierenden Vokabeln wie Völkermord, Vernichtungsfeldzug und ich weiß nicht was alles, die haben keinen Erklärungswert. Die haben auch keinen politischen Wert. Also der politische Wert besteht nur darin, irgendjemanden moralisch zu disqualifizieren. Das ist ungefähr auf dem Niveau, wie das in der Ukraine und in Russland stattfindet. Für die Ukrainer sind alle Russen Orks und für die Russen sind alle Ukrainer Schweine. Na, also auf diesem propagandistischen Niveau bewegt sich das dann irgendwann mal. Und das hat überhaupt gar keinen Erkenntniswert. Ich glaube, was Israel macht, mit dem Bodenkampf, mit diesem Bodenkrieg, aus welchen Gründen auch immer, einen katastrophalen Fehler. Und dieser Fehler wird darin bestehen, dass sie im Grunde überhaupt keine Idee haben, wie die Zukunft des Gazastreifens aussieht. Und jetzt wurde ja, ich war immer zum Beispiel der Ansicht, dass diese UN-Flüchtlingshilfsagentur für die Palästinenser ein überflüssiger Kopf ist. Da hätten wir vor 5 Jahren, den kann man nicht abschaffen. Wir als Deutsche wird immer, das Mandat wird immer bestätigt über die UN-Generalversammlung. Da gibt es auch immer eine Mehrheit für. Aber ich hielt die mittlerweile wirklich für überflüssig. Aber der jetzt haben natürlich die Israelis, ja, das ist wirklich eine Dummheit nicht zu überbieten. Sie haben jetzt natürlich wieder diese palästinensischen Flüchtlinge in Gaza geschaffen. Die leben wieder in Zelten. Gaza ist weitgehend zerstört, die Existenzgrundlagen vernichtet, aber es gibt immer noch diese mehr als 2 Millionen Menschen, die dort ja nicht mehr leben, sondern wohl eher vegetieren. Und um die muss sich irgendjemand kümmern und die etwas irren Ideen einiger Rechtsextremisten in Israel, die alle nach auf den Sinai zu schicken, das machen die Ägypter halt nicht mit. Und so müssen die Israelis sich um ein Problem kümmern, was sie selbst geschaffen haben. Sie hätten auf diesen Bodenkrieg schlicht und einfach, es war von vornherein abzusehen, dass dieser Bodenkrieg zu nichts führt, wenn ich keine politische Idee habe. Und die einzige Idee, nämlich die Palästinenser aus Gaza zu vertreiben, die können sie nicht umsetzen. Ja, also sitzen sie jetzt in Gaza und wissen eigentlich nicht, was sie machen sollen. Also hoffen ja irgendwie, dass die Hamas aufgibt und alle Palästinenser jetzt auf die Straße gehen und sagen, also wir wollen gerne von Herrn Netanyahu regiert werden. Ich habe keine Ahnung, was sich der darunter vorstellt. Auf jeden Fall ist das für die Israelis jetzt sehr schwierig, aus dieser Sackgasse herauszukommen. Ob die da einen Vernichtungskrieg machen oder nicht, ich halte das alles für Getöse. Was wäre die Alternative gewesen? Weil Israel muss die Hamas vernichten, um in Frieden leben zu können. Ja, das ist zum Beispiel genau dieser Denkfehler. Also der große Fehler, den die Israelis gemacht haben, also für mich, als ich das morgens am 7. Oktober mitbekommen habe, war ich fassungslos. Also wie ist es einer Truppe von mehr oder minder schlecht ausgebildeten Paramilitärs möglich, mit 1500 Mann, 2000 Mann in Israel einzufallen? Also die größte Katastrophe für Israel bestand darin, dass die sogar Militärstützpunkte überrannt haben und Soldaten der IDF, der israelischen Armee, in ihren Betten im Schlaf erschossen haben. Das ist eine absolute Katastrophe. Und Israel hat eine hervorragende Armee, sagt man wenigstens, hat hervorragende Geheimdienste, sagt man wenigstens, und die brauchen nicht den Gazastreifen und die Hamas zu vernichten, um sich selbst zu verteidigen. Das hat eigentlich 75 Jahre soweit ganz gut geklappt.
Das heißt, sie brauchen einfach nur eine funktionsfähige Armee, die offensichtlich von Netanyahu nicht richtig eingesetzt worden ist oder wer immer damals vor dem 7. Oktober dafür verantwortlich ist. Und natürlich mussten die Israelis reagieren. Also israelische Geheimdienstler, vor allem frühere, die sind ja manchmal ganz interessant, die haben dann gesagt, wir müssen unsere Abschreckungsfähigkeit wiederherstellen. Ja, was heißt das, Abschreckungsfähigkeit wiederherstellen? So wie jetzt in Gaza, führt ja zu nichts. Sondern sie hätten natürlich eine politische Chance gehabt, und zwar das erste Mal seit Jahrzehnten, wo es weltweit eine große Sympathie gab für die Israelis. Das waren ja wirklich Massaker, die da stattgefunden haben. Und wo die Israelis tatsächlich auch deutlich machen konnten, welchen Charakter die Hamas hat. Hat sich als eine Mörderbande entpuppt. Und natürlich hätten sie dafür sorgen können, das haben sie ja nach München auch gemacht, und sie haben immer irgendwie militärisch reagiert, indem sie zum Beispiel führende Hamas-Leute haben umbringen lassen. Ne? Kann man Staatsterrorismus nennen oder sonst wie, ist aber völlig wurscht. Und das hätte eigentlich schon völlig gereicht. Aber sie hätten einen wahnsinnigen politischen Vorteil gehabt, der auch die Hamas letztlich so unter Druck gesetzt hätte, dass sie vor allem bei den Arabern natürlich auch relativ wenig, bei den anderen arabischen Regierungen, das merkt man ja jetzt schon seit 5 Monaten oder 4 Monaten, relativ wenig Unterstützung bekommen. Also ob das in Ägypten ist oder in Jordanien oder sonst was, man kann ja nicht sagen, dass diese arabischen Regierungen sehr viel tun, um der Hamas zu helfen. Nee, überhaupt nicht. Und dieser Krieg ist einfach eine Katastrophe, das ist wirklich ein desaströser Fehler. Gut, die Hamas hat damals natürlich auch sehr perfide gehandelt und sie haben ja auch Geiseln genommen. Also stand Israel denn wirklich dann auch vor der Wahl zu sagen, wir gehen jetzt nicht in den Gazastreifen rein? Und vor allem denke ich mir auch, jetzt war seit 75 Jahren die Lage so, wie sie war, und schon da ist die humanitäre Situation im Gazastreifen katastrophal und ist jetzt natürlich noch schlimmer geworden dadurch. Aber was wäre denn da, also wie hätte man politisch vorgehen müssen, wenn man schon nicht... Sie müssen zwei Dinge unterscheiden. Also natürlich hat auch Wladimir Putin am 21. Februar 2022 noch eine Wahl gehabt. Der hatte, glaube ich, aus seiner Perspektive viele Gründe, um zu sagen, ich mache jetzt diese militärische Spezialoperation, das heißt, ich greife die Ukraine militärisch an, mache einen Angriffskrieg. Wird er viele gute Gründe haben, können sich Historiker darüber unterhalten, ob diese Gründe jetzt stichhaltig waren oder nicht, aber in seiner subjektiven Sichtweise und der russischen Führung offensichtlich waren die zwingend genug, um anzugreifen. Diese Gründe hat natürlich auch die israelische Regierung. Also auch die israelische Regierung hat natürlich der unterschiedliche ideologische Perspektiven. Also das heißt, es gibt natürlich dort auch rechte Israelis, die von Groß-Israel träumen und ähnliche Dinge. Dort gibt es eine innenpolitische Situation, wo sich ein Herr Netanyahu auch keine Schwäche erlauben konnte, innenpolitisch. Und wo es für ihn extrem schwierig gewesen wäre, glaube ich, innenpolitisch zu sagen, hört mal zu, wir werden handeln, wir werden auch die Verantwortlichen für dieses Massaker bekommen, allesamt. Wir werden auch angreifen, ob das nun mit Kommandos, mit Luftangriffen, mit Drohnen oder sonst etwas ist. Und die Verantwortlichen für dieses Massaker werden bestraft. Aber ich greife nicht in den, ich versuche nicht den Gazastreifen zu besetzen, sondern die Hamas politisch zu isolieren. Man muss sich auch eben die Konstellation vorstellen. Ich meine, man schimpft ja immer über Donald Trump. Und ich habe es damals ja auch für eine Schnapsidee gehalten, die Botschaft von Tel Aviv endgültig nach Jerusalem zu verlegen. Aber Donald Trump hat es ja geschafft, wirklich nach Jahrzehnten wieder Bewegung in den Nahen Osten zu bekommen. Israel wurde anerkannt von einigen Staaten, Vereinigte Arabische Emirate und Katar und Marokko und ich weiß nicht, wem alles, Bahrain. Und war kurz davor, sogar diplomatische Beziehungen mit Ägypten aufzunehmen. Und diesen Schub, den das Ganze gehabt hat, nämlich dann die Hamas und die radikalen Palästinenser zu isolieren, wäre ein enormer politischer Erfolg gewesen. Aber den konnte sich Netanyahu halt aus innenpolitischen Gründen nicht erlauben, weil er, glaube ich, auch persönlich und sein Umfeld für dieses Versagen der israelischen Armee mitverantwortlich ist. Und das sind dann so die Konstellationen, wo sich dann Historiker da fragen, was ist da eigentlich schiefgelaufen? Ja? Aber wie gesagt, ob Putin, ob Netanyahu, jeder andere Politiker, es gibt immer eine Alternative. Und die Frage ist dann später, warum hat er sich für die eine und nicht für die andere entschieden?
Das ist keine, es gibt keine Zwangsläufigkeit. Also diese Behauptung, Netanyahu hätte nicht anders handeln können, ist einfach Unsinn. Dennoch ist es ja so, dass im Gazastreifen gerade die Verknüpfung zwischen Hamas und der Zivilbevölkerung dort immens ist. Also die verschanzen sich ja in Universitäten, in öffentlichen Einrichtungen, in Krankenhäusern. Also da reinzugehen und die Hamas isolieren zu können in den Kampfhandlungen ist ja extrem schwierig, militärisch gesehen. Ja, das war aber in solchen Kriegen schon immer. Also ich meine, ich bin aus der Perspektive der Hamas, die ist viel schwächer als die israelische Armee in jeder Beziehung. Hat die schlechter ausgebildeten Soldaten, hat die schlechtere Bewaffnung, hat die schlechtere Informations- und Kommunikationsstruktur. Sie ist im Grunde im militärischen Kräftevergleich kämpft hier eine Maus gegen einen Elefanten. Und ja, was erwartet man da jetzt? Also, dass jetzt die Hamas dort eine Grenze zum Gazastreifen aufstellt mit ihren 5.000 Mann und sich von den Israelis niedermachen lässt, also glaubt ja keiner. Also machen die das, was Guerilla schon immer gemacht hat. Sie bewegt sich in der Zivilbevölkerung wie ein Fisch im Wasser. Ne? Ein altes Zitat von Mao Zedong. Und so macht das die Hamas natürlich auch. Das heißt also, sie hat ja auch ein Interesse daran, dass es diese Verbindung zwischen Zivilisten und Militärs aufgehoben wird, weil jeder tote Zivilist delegitimiert die israelische Politik. Erleben wir jeden Tag bei uns. Und natürlich muss sich eine israelische Regierung, ein israelisches Militär, und da können sich noch so anstrengen oder noch so schöne Kommentare auf Twitter verbreiten, das ist für die Israelis einfach nicht zu gewinnen. Propagandistisch. Das ist immer so. Also der Elefant, der dann wild um sich schlägt, der erzeugt halt einen gigantischen Schaden. Das kann er nun nicht ändern. Ja, und die Konsequenz daraus jetzt, um das Thema abzuschließen, frage ich nochmal, was muss Israel machen? Muss sie sich sofort aus dem Gazastreifen zurückziehen und sich darum kümmern, da eine vernünftige Verteidigung aufzubauen, um den 7. Oktober 2023 so in der Form nie wieder möglich zu machen? Ist das der nächste Schritt? Ja, ich meine, dafür brauchten sie ja nicht den Bodenkrieg. Also, wie gesagt, es ist dramatisch für Israel, dass dieser militärische Angriff der Hamas gelingen konnte. Das ist einfach das Versagen der dortigen Regierung, niemand anders. Also man hat, das war ja wirklich 50 Jahre, fast auf den Tag 50 Jahre nach dem Beginn des Yom Kippur-Krieges 1973, schon damals wurde über das Versagen der israelischen Armee gesprochen, dass sie halt nicht diesen Angriff der Ägypter und der Syrer vorausgesehen hatten. Am Ende ist dann sogar Golda Meir dann zurückgetreten, ein Jahr später oder zwei Jahre später. Und das ist die Verantwortung der Regierung in Jerusalem. Jetzt ruft mich gleich Netanyahu bestimmt dich an und fragt, was würdest du machen, Herr Löberding? Sie stecken jetzt erstmal, das muss man einfach so analytisch zur Kenntnis nehmen, sie stecken total in der Sackgasse. Aber es gibt ja offensichtlich noch Gespräche zwischen Hamas-Leuten, Kataris, Amerikanern und auch Israelis, über die Zukunft der Geiseln. Das Entscheidende, soweit ich das mitbekommen habe, dass der entscheidende Punkt ist, die Hamas will einen dauerhaften Waffenstillstand und dann die Geiseln freilassen. Und das will Netanyahu nicht, weil er immer noch die Illusion hat, meiner Ansicht nach, er könnte die Hamas vernichten. Ich meine, du kannst natürlich Menschen vernichten, du kannst eine Armee vernichten. Ne, das erleben die Ukrainer gerade in Avdiivka. Aber du kannst nicht eine Idee vernichten. Und diese Idee, sich als einzige Widerstandsgruppe gegen den Zionismus zu definieren, diese Idee lässt sich halt nicht mit dem Militär vernichten. Das ist nun mal so, sondern nur mit besseren anderen Ideen. Und da muss er einfach diesen, der erste Schritt wäre wirklich, sich über den Waffenstillstand zu einigen, Austausch der Geiseln und am Ende, wie das am Ende ausgeht, ob die Hamas zum Beispiel bereit ist, einen Teil der israelischen, des Gazastreifens, eine gewisse Form von Besatzung zu akzeptieren, das weiß man alles gar nicht. Weil für beide Seiten ist natürlich auch wirklich extrem wichtig, das Gesicht zu wahren. Das ist jetzt natürlich schon so ein Punkt. Netanyahu kann jetzt nicht einfach sagen, also ich habe den Krieg gewonnen und ich ziehe mich aus dem Gazastreifen zurück. Also dann würde die Diskussion in Israel, die er jetzt unter der Decke hält, den weit überwiegenden Teil hält Netanyahu für verantwortlich für diese Katastrophe. Und das würde natürlich auch alle anderen Diskussionen, die jetzt aufgeschoben worden sind, über Justizreform, die Korruptionsvorwürfe gegen Netanyahu und so, da würden natürlich wieder auf den Tisch kommen. Das will er aus seiner Perspektive nachvollziehbaren Gründen natürlich lieber verhindern.
als letzte Frage, um vielleicht die zwei Themen nochmal zu vereinen. Viele stellen sich auch die Frage der Priorisierung und da kommen wir jetzt auch ein bisschen auf die Sicherheitskonferenz zu sprechen. Sollte der Konflikt in der Ukraine gerade aus unserer deutschen, europäischen Perspektive eine besondere Stellung zugesichert bekommen, gerade weil er ja auch eine Sicherheitsbedrohung für die europäischen Länder darstellen könnte? Das heißt, dass Konflikte in Gaza oder auch Mali zum Beispiel vernachlässigt werden sollten bei jetzt zum Beispiel der Sicherheitskonferenz? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Also ich glaube, auf den Konflikt im Mittleren Osten oder im Nahen Osten zwischen den Israelis und den Palästinensern, da hat in Wirklichkeit kaum jemand von außerhalb Einfluss. Also ich bin eigentlich seit dem ersten Libanon, zweiten Libanon-Krieg von 2006 und den Erfahrungen damit, bin ich eigentlich schon der Meinung, also die kann man nur machen lassen, die lassen sich von außen nicht beeinflussen. Und am Ende müssen sie selber zu der Einsicht kommen, dass sie sich entweder weiter gegenseitig umbringen oder in irgendeiner Form einen Modus Vivendi finden, wie es Rabin damals versucht hat, 1992, wie man miteinander leben kann, selbst wenn man sich nicht ausstehen kann. Das gibt's ja. Ja, ich muss ja meinen Nachbarn auch nicht mögen. Das reicht ja, wenn man sich guten Tag sagt und auf Wiedersehen. Und wir haben da also de facto keinen Einfluss oder wenig Einfluss auf die dortigen Akteure, vielleicht noch die Amerikaner, aber dann hört es auch schon auf. In der Ukraine sind wir natürlich Player. Das heißt also, wenn die Deutschen sagen, wir unterstützen die Ukraine nicht mehr, bricht die Ukraine ja vor zwei Wochen zusammen. Die ist militärisch, die ist finanziell, die ist ökonomisch. Wir haben hier 1,3 Millionen Flüchtlinge in Deutschland, in jeder Beziehung vom Westen abhängig und damit natürlich auch von Deutschland. Das heißt, wir haben auch nicht nur Einflussmöglichkeiten, sondern wir haben natürlich auch ein Interesse daran, dass dieser Krieg in irgendeiner Form zu unseren Gunsten, zu für uns angemessenen Bedingungen endet. Das ist ein unmittelbares Interesse. Deswegen ist natürlich für uns Gaza nicht so wichtig, sondern die Ukraine prioritär, weil wir natürlich auch, das ist nun mal so, diese russische Großmacht, die verschwindet nicht. Da können wir noch so schöne Bücher drüber schreiben, das ist alles irgendwie ganz Schlimmes. Oder Frau Strack-Zimmermann kann Karnevalsreden auch außerhalb vom Karneval halten oder ich weiß nicht was. Völlig irrelevant. Wir müssen in irgendeiner Form mit Russland umgehen. Und das geht weder durch Unterwerfung noch durch irgendwelche wirren Ideen, man könnte Russland zerschlagen, sondern nur durch eine Mischung aus Entschlossenheit und Kompromissbereitschaft. Entschlossenheit, die eigene Position zu verteidigen, das habe ich ja am Anfang geschildert. Da werden viele Leute sich dann wundern, wenn die das hören. Also wie kann der Löberding so etwas sagen? Der hat ja immer was anderes gesagt. Aber gleichzeitig Kompromissbereitschaft. Weil ohne diese Kompromissbereitschaft wird das Desaster weitergehen. Und ab einem gewissen Punkt, und das ist wirklich wichtig, ist das nicht mehr unter der politischen Kontrolle. Dann wird das alles seinen eigenen Gang nehmen, was kaum einer dann noch beeinflussen kann. Und genau diese Situation, wo politische Einflussnahme de facto gar nicht mehr möglich ist, die muss verhindert werden. Und ich glaube, noch sind wir dort nicht. Ja, schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frank Löberding, Journalist. Dankeschön. Ja, und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mehr erfahren wollt über die wirtschaftliche Situation in Deutschland aktuell, auch mit dem Einfluss aus dem Krieg in der Ukraine, dann hört gerne in die vergangene Episode rein. Da haben wir mit Gabor Steingart, dem Chefredakteur des Pioneer, gesprochen. Und ich freue mich in der nächsten Woche wieder mit meinem Co-Host Benny aufnehmen zu können, wenn der ja nicht mehr bettlägerig ist. Und sonst bewertet uns gerne mit 5 Sternen auf Spotify, gebt einen Daumen hoch, wenn ihr auf YouTube hört. Folgt uns überall in den sozialen Medien, based_medien heißen wir dort. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, tschüss.